Hallo Leute, willkommen bei Foundation. Dies ist Teil 65 und hier ist unsere Burg am Entstehen. Man sieht aktuell nur die Mauerstücke. Ja, und der Rest wird noch gebaut. Bisher wuselt da noch nicht viel rum. Die müssten jetzt aber bald mal anmarschieren und da Zeug hinbringen und anfangen zu hämmern und zu kloppen. Hier haben wir ja unser Dorf der Burgbauern. Und was ich... hier wurden jetzt gerade noch schon Steine gebracht. Das ist sehr gut. Ja, da haben wir 4 Träger. Das erste Steinblöcke-Dings ist schon voll. Kritisch sind die Werkzeuge. Aber die waren ja schon immer knapp. Nur immerhin haben wir aktuell 76 Werkzeuge. Das ist schon mal ganz gut. Und wir verkaufen ja auch, muss ich mal gucken. Hier, handeln, Werkzeuge. Ja, bis maximal 100. Das heißt, dann wird praktisch immer, wenn ein Händler aus diesem Dorf kommt, wo die Werkzeuge verkauft werden, dann bringt er einen Schwung Werkzeuge mit. Das ist doch schon mal ganz gut. Ja, und die 100 behauenen Steine sind jetzt schon weg. Das ist gut. Das heißt, sie haben jetzt ernsthaft angefangen. Dafür haben wir jetzt hier 91 von den unbehauenen Steinen. Sehr, sehr gut. Ich habe mich auch schon gefragt, ob wir hier vielleicht die Steinabbauer noch mehr verstärken sollen. Also entweder hier vielleicht noch ein zusätzliches Lager hinsetzen, wenn das ausreicht. Dieses Steinvorkommen sieht irgendwie ziemlich popelig aus. Oder gucken wir mal hier drüben, weil das sieht hier aus wie ein Steinvorkommen. Nee. Da sind wir schon beim Marmorvorkommen und das ist Quarz. Wahrscheinlich kommen wir hier an dieses Steinvorkommen nicht ran. Und dieses hier ist wohl nicht erforscht. Wahrscheinlich ist da der Vogt nicht dran gekommen. Also gibt es hier keine größeren Mengen Steine. Ich guck mal, ob es in der Nähe vielleicht noch kleinere Steinvorkommen gibt. Aber vielleicht reicht das ja auch, was wir da haben. Das muss man auch mal abwarten. So. Hier ist doch noch Steinvorkommen. Ja, prima. Oh, da hat jemand keinen Zugriff auf Gottesdienst. Da oben müssen wir noch eine Kirche machen. Sonst rennen die allein nur zum Beten immer ins Tal. Also gut. Ich glaube, da machen wir hier noch so eine römische Kirche, weil die sieht cool aus. Und die lassen wir dann auch später noch stehen. Es muss ein Kreuz sein. Hier, ja. Da. Eine romanische Kirche. So. Machen wir die erstmal in klein. So, mit ein bisschen Abstand zu den Häusern. Turm B, Turm A. Erweiterung C. Ah, und das sind die Glockentürme. Okay. Was haben wir denn da drüben für einen Turm? Weit, weit ist weg. Ist eigentlich auch egal. Ich glaube, ich habe den genommen. Wir könnten ja mal den da nehmen. So. Jawohl. Muss gar nicht höher.
Für so eine kleine Mini-Dorfkirche. Und dann kann man ja gegebenenfalls später noch erweitern. Passen da auch welche rein? Ja, da passen auch welche rein. Könnte man noch so einen Turm nebendran stellen oder so. An den Seiten könnte man hier Erweiterungen. Und jetzt erstmal würde das für wie viele reichen? Für 20. Ich denke mal, das wäre schon mal ein Anfang. So. Da müssen sie nicht nach unten rennen. Und hier könnten wir eine Steinabbaustelle machen. So. Und die können dann auch da oben wohnen. So. Und die zweite Stelle. Gibt's die nicht? Ja. Nee, muss wohl ein... Ah, da. Da geht noch was. Wir probieren's mal. Da gibt's dann wahrscheinlich Fehlermeldungen. So von wegen Weg nicht gefunden. Ich glaube, das lasse ich lieber. Und der Kran, den machen wir hier hin. Das ist doch... Mal gucken. Ja, der ist das Rohstofflager. Okay, und die anderen Sachen sind Zierelemente. Ich meine, das sieht dann noch cooler aus. Gut, lassen wir das mal so bauen. Und dann kriegen wir hier nämlich noch mehr Steine abgebaut. Und mal gucken, was ist hier? Da ist auch noch. Sind auch noch Steine, aber ich denke mal, das hier müsste dann reichen. Hier sind zur Not noch Beeren. Falls die Nahrungsmittel da oben nicht reichen. Oh. Unsere Beeren sind schlagartig weniger geworden. Wir hatten sonst immer 1400. Und jetzt haben wir nur noch 800. Das hängt natürlich auch mit dem Regen zusammen. Immerhin haben wir sehr viel Käse. Zur Not stelle ich mal ein paar der Beerenverkaufsstellen auf Käse um. Also hier jetzt nicht, weil die kommen ja nur an Beeren ran. Aber hier ist so im Dorf. Ja, hier wird auch Käse verkauft. Ja, ich habe öfters mal Beeren und Käse in einem Markt, beide. Da macht es ja nicht viel Sinn, da umzustellen. Hier wird beides gelagert. Und hier? Was wird hier verkauft? Brot. Brot und Kleider. Na, das ist okay, das kann man lassen. Und hier wird auch kein Bär verkauft, sondern Brot und Fisch. Und hier ist sowieso das Käsezentrum schlechthin. Aber auch Beerenabbau. Hier könnte man eventuell auf Käse umstellen, aber wir haben hier direkt eine Beerensammelstelle. Da macht das nicht viel Sinn, denke ich. Und da... Na, hier könnte man aber auf Käse umstellen. So. Und hier oben... Ah, mal gucken. Hier haben wir ein paar Kühe.
Tja. Da werden Beeren verkauft, aber wir bauen hier auch Beeren ab. Aber ich denke mal, hier stelle ich auch mal auf Käse um. So, eine Steinmetzhütte wurde gebaut. Das ist die da. Und werden wir da gleich mal jemand einstellen. Ja. Ich sollte wohl mal wieder hier eine Militärmission losschicken, damit ordentlich Geld reinkommt. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Und vielleicht gleich noch eine. Einfach und die andere. Ist extrem schwer. Ach, wir sind jetzt so gut. So. Schicken wir mal 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir haben ja echt ordentlich Soldaten zur Auswahl. Gut. Ja, wir haben jetzt Woche 4. Das heißt, relativ bald können wir dann auch befördern. Dann können wir hier auch die Leute befördern, die hier einen Job gekriegt haben, frisch. Und dann können die hier wohnen. Dann muss ich hier nochmal die Wohnbereiche gucken. Die kann ich noch ein bisschen ausdehnen. So. Denn hier wird ja wirklich wie wild gebaut. Da brauchen wir dann auch ordentlich Leute. So. Und hier haben wir ja auch noch ordentlich Arbeitslose. Das ist gut. Und Beerenbestände sind hier reichlich. Also müssen die Leute hier nicht hungern. Ich glaube, das schalte ich jetzt mal ab. Irgendwann ist der Regen hier auch vorbei. Und der Vogt studiert Bauplan. Ja, das könnt ihr mal machen. Herr Vogt. Ich dachte, ich hätte den schon irgendeinen Bauplan studieren lassen. Tja, was ich mich gerade frage, ist, was mache ich mit diesem Bauarbeiterdorf, wenn mal die Burg gebaut ist? Weil außer dem Bärensammler braucht man dann hier oben ja praktisch niemanden mehr. Ein paar Träger, vielleicht Marktmenschen. Aber vielleicht könnte man dann hier noch ein paar Schafe halten und ein paar Klamotten herstellen oder sowas. Schauen wir mal. Oder das Dorf wird dann halt wieder kleiner hier. Das kann man, glaube ich, dann noch sehen. Und wenn die Burg mal da ist, dann wird dieses Let's Play ja sowieso sich dem Ende nähern. So, hier haben wir ja noch eine, so eine Art Holzfällersiedlung. Naja, da wohnt auch tatsächlich jemand. Die sind also wirklich hier in die Nähe gezogen. Und die produzieren hier schön viel Holz für unser ganzes Tal. Mit Aufforstung und so.
War halt auch so, oder? Ja, mit Aufforstung. Gut, dann können wir hier auch noch mal nach dem Kloster gucken. Wie das jetzt geworden ist. Ja. Hier haben wir jetzt die Bänke. Können sich die Pilger ausruhen. Der Springbrunnen ist fertig. Wunderbar. Und hier im Innern der Marktstand. Ah, da sehe ich gerade einen Mönch, der hat da gerade was eingekauft. Ja, es wird was verkauft. Jetzt nicht üppig viel, aber die 17 Leute sind diese Woche dahin gegangen und haben dort was zu essen gekauft, statt ins Tal zu gehen. Da überall. Aber dann gehen die Mönche trotzdem da runter. Ah, die gehen dann hier in die Kirche. Und vielleicht ist ihnen der Eingang lieber als der. Okay. Aber sie müssen jetzt nicht mehr immer runtergehen, wenn sie was zu essen haben wollen. Das war mir ja ein Anliegen. Gut. Ja, jetzt ist der 7. Tag der 4. Woche. Wir können also bald befördern. Dann werde ich erstmal die Arbeitslosen befördern. Weil, die wohnen ja bisher alle hier und müssen dann immer da hochgehen zum Arbeiten. Das beschleunigt die Arbeit da oben natürlich nicht gerade. Weil der Weg da hoch ist ja endlos. Man sieht's ja kaum. Vor lauter Regen. Ja, und ich werde einen guten Schwung an Leuten zum bürgerlichen bzw. gemeinen befördern. Und die können dann Kleider kaufen. Jetzt. Sehr gut. Also, Beruf? Ja, genau, Beruf. Ja, das sind einige unzufrieden. Aber wenn die so einen weiten Arbeitsweg haben, ist es kein Wunder, wenn die unzufrieden sind. Ah ja, und hier haben wir noch die restlichen Arbeitslosen. Die befördern wir erstmal nicht, sonst siedeln die sich an der falschen Stelle an. Und hier, genau, die da, die will ich nach Ankunft sortiert. Sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. So, und das sollte erstmal reichen. Abwarten, wie die Kleiderbestände sich machen, wie die Zufriedenheit sich entwickelt und so weiter. Ja, und die befördere ich erstmal nicht, weil die wollen dann auch noch Kerzen haben und so. Oder Haushaltswaren. Okay. Oh, die Beeren werden schon ganz schön knapp. Und so viel Fische haben wir auch nicht. Dann gucke ich mal, ob ich noch an ein paar Stellen zusätzliche Bärenhütten bauen kann. So, hier haben wir schon zwei. Gibt bestimmt ein paar Stellen, wo das geht. Hier haben wir auch schon zwei. Ich
Ich meine, manchmal kann man auch drei Bärenhütten an einer Bärensammelstelle betreiben. Aber dann sind die vielleicht auch mal alle. Gibt es hier Bärensammelstellen? Überhaupt. Was macht denn dieses Siedlungsprojekt? Hier ist jetzt keiner mehr hingezogen. Und was macht die Produktion der Kerzen? Naja, es geht so, aber so richtig üppig haben wir das nicht in Schwung gekriegt, die Metallwarenindustrie. Obwohl ich versucht habe, den hier zusätzliche Wohnplätze, also hier und da. Immerhin, hier wohnen jetzt ein paar Hanseln. Aber der Aufwand war größer als die Freude, hier hinzuziehen. Nun gut. Bärensammelplätze. Hier, der wird auch noch genutzt, damit die Oberstadt autark ist zur Not. Jetzt gucken wir mal in den abgelegeneren Gegenden. Ja. Sprechen will auch gelernt sein. Hier. Das sind die Jägersleut. Hier hatten wir doch auch Beeren, oder? Ja, ne, das sind auch zwei Bärenhütten. Es wird schon wieder etwas mehr. Ich denke mal, ich brauche jetzt da keine Panik schieben mit den Beeren. Weil bald ist ja auch das Wetter wieder besser. Und ich guck mal, ob ich hier noch eine Bärenhütte irgendwie unterkriege. Aber das wird hier ein bisschen eng. So müsste gehen. Also, gut. Und wir schauen mal, ob die hier zusätzlich auch wohnen. Ja, hier wird gebaut, da wird gebaut. Hier noch nicht. Aber ich denke mal, wenn die Kirche hier erstmal fertig ist, dann werden sie auch noch lieber hier wohnen. Hier ist ein Haus am Bau, am Entstehen, eins für sechs Personen. Und hier sind die meisten Materialien schon da. Also allzu lang sollte das hier nicht mehr dauern. Hier gucken wir mal, das sieht man ja noch gar nichts, aber ne, es wird schon was gebracht. Das sind die Mauern, nein. Wir sind siegreich, aber maximal. Gut, dann machen wir weiter. Da haben wir das Meisterwerk, großes Tor. Na, immerhin haben die schon 87 Werkzeuge hingeschleppt und 580 Steine, behauene Steine. Also das ist schon ganz gut. Ein Zehntel. So. Hier, ah, da ist die Hütte, da stellen wir mal drei Leutchen an.
So, einige jammern, weil sie keinen Zugriff auf Komfort haben. Das übliche Problem. Aber davon lasse ich mich jetzt nicht mehr kirre machen. Denn ich habe den Eindruck, dass ich ihnen wirklich schöne Wohngegenden zur Verfügung stelle. Nahe bei der Arbeit, sie müssen es nur annehmen. Ja, was ist denn hier mit diesem Lager? Ja, offenbar wird das gut angenommen. Das heißt, die gehauenen Steine werden da eifrig von weggetragen. Womöglich brauche ich noch mehr von denen. Warum hast du keinen Rohstein? Obwohl hier in dem Lager was liegt. Mein lieber Herr Steinmetz, wer auch immer du sein magst. So, ach, der hat gerade frei. Na gut. Und läuft irgendwo im Dorf rum. Weit, weit weg. Ja, hier, wie sie alle noch hin und her gehen. Ich hatte ja schon ein bisschen gehofft, dass die nicht so viel hin und her gehen müssen, sondern dass die sich hier ansiedeln. Was ja auch einige tun. Gucken wir noch mal, wo der hier wohnt. Ich schätze mal, der wohnt noch im Tal. Nee, der wohnt hier. Er wollte zum Gottesdienst. Okay, das entfällt dann ja bald, das Problem. Und hier... So. Ja, die hat auch frei und ist zum Gottesdienst gerannt. Als erstes. Gut, also gut, dass ich da eine Kirche baue. Und dann ist schon die Frage, ob ich hier noch einen ganzen Schwung Steinmetzhütten hinsetzen sollte. Denn ich habe den Eindruck, das ist der Knackpunkt. Außer dem Werkzeug natürlich. Ich setze hier mal noch 3 Steinmetzhütten hin. So. Die stören jetzt dann natürlich dieses Wohnhaus, aber gut, wer in einem Industriegebiet wohnt, muss da wohl mit rechnen. So. Dieses Haus, das ist dann schon arg gepeinigt. So, und der Bote, der da wartet, der soll mal warten. Ich habe keine Zeit für Bohren. Wir müssen eine Burg bauen. So, mit ihrem Hausbau kommen sie recht gut voran. Obwohl, ich glaube, das ist der Kirchenbau, oder? Nee, das ist ein Wohnhausbau. Aber ist ja gut, die sollen sich ruhig ihre Wohnhäuser bauen. Hier wird auf einen Baumeister gewartet, der gerade frei hat und im Tal in die Kirche geht. Haben wir denn hier überall Arbeitskräfte? Ja, 3 Stück. Da auch. Da haben wir nur 2, da wird nochmal einer angestellt. Und hier haben wir 3. Und dann gucke ich vielleicht auch mal,
wo die jeweils wohnen. Also die ersten haben wir ja von alten Plätzen aus hierher umgezogen. Das heißt, die haben woanders gewohnt. Und die müssen jetzt natürlich umziehen. Oh, das ist sogar ein Bürger. Eieieiei. Ja, der ist jetzt natürlich unzufrieden, das ist klar. Und der... Oh. Okay, der ist hier hingezogen. In dieses Bürgerhaus. Gut, dann hat er jetzt ja bald kein Problem mehr mit dem Komfort. Das ist gut. Aber der wird natürlich immer Probleme haben mit den zusätzlichen Waren. Da muss ich dann eventuell hier auch noch Marktstände hinsetzen für, ja, für Waren. Mehrere Waren und Luxus, wenn wir noch mehr Bürger hier haben. Okay, gucken wir mal den nächsten. Die ist gemein. Also eine gemeine. Aber das ist gut, die wohnt auch hier in der Nähe. Auch hier. Das ist gut. Das Gottesdienstproblem lösen wir ja bald. Ja, wir werden also auf jeden Fall mindestens mal einen normalen Warenstand hier hinbauen für die Klamotten. Die müssen dann halt hierher geschleppt werden. Gut. Die nächste. Aber arbeitet auch 25 Meter von zu Hause. Also hier die Leute, die in der der Bauhütte der Alteingesessenen arbeiten, haben sich hier ein Nobelhäuschen gebaut und erwarten Waren. Gucken wir mal hier. Ja, die sind auch schon Level 6, das sind auch Alteingesessene. Aber der ist nur Leibeigener und arbeitet hier auch in der Nähe. Der ist ziemlich zufrieden. Der nächste ist auch Leibeigener. Und die dritte auch. Und die freuen sich dann schon, wenn wir hier eine Kirche haben. Jetzt gucken wir mal hier. Die sind auch schon alteingesessen. Alle Leibeigene. Arbeitet 70 Meter von zu Hause. Und wo wäre das? Oh, hier. Gut. Gut. Ist in Ordnung. Also die sind schon alle hierher gezogen. Jetzt gucken wir noch die letzte Bauhütte durch. Ja, da sind die meisten, also zwei sind auch alteingesessen und alle Leibeigene. Da kann es natürlich durchaus mal passieren, dass ich die dann aus Versehen mal befördere. Aber wenn es hier dann einen Warenstand gibt, ist das alles nicht so schlimm. Und Altfried wird dann demnächst befördert, damit er hierher ziehen kann. So. Dann baue ich hier noch einen Warenstand hin. So. Und zwar als getrennten Marktplatz. Denn wenn man die kombiniert, dann wird immer nur vom ersten ordentlich verkauft. So. Wie viel hast denn du diesmal verkauft? Naja, bis Tag 2. Sehr viel verkauft sie nicht,
Aber ich denke mal, sie kann hier die Bedürfnisse der Burgdorfbewohner decken. So. Das hier schleppt sich etwas. Da müssen sie natürlich den Stoff von weit her bringen. So. Na, wahrscheinlich haben die hier immer null Steine, weil immer wenn sie Steine geholt haben, verarbeiten sie die sofort. Hier sind ja ausreichend Steine im Vorrat. Na, hier zieht aber einer ziemlich dicht neben dieses Haus. Haus Rang 1, Hausdichte 2, gut. Und das ist dann Haus Rang 2, ja. So, wahrscheinlich wird das hier das einzige von den Fachwerkhäusern bleiben. Aber das ist doch ganz schnuckelig, finde ich. Okay. Dann würde ich sagen, ich mache mal Schluss mit dieser Folge. Es war ja klar, dass sich das hinziehen wird mit dem Bau. Das ist so ein, ja, ein langwieriges Großprojekt. Und ich finde es auch interessant, hier diesem Baudorf zuzugucken, wie sich das entwickelt und was die dann noch für extra Bedürfnisse entwickeln und so weiter. Damit man das ja optimal gut zum Funktionieren bringt. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.